Ich hab Zeit. Hi. I don't like the way you're looking at me. Ach, das ist wütend, okay. Ach, dammit. Ja. Der Dämonenmodus ist immer noch schwer auszuführen. Ich sehe nichts. Gehörschutz? Wäre jetzt ehrlich gesagt echt nicht schlecht. So. Au. Okay. Dann halt nicht. Wohin gehst du? Wir müssen jetzt auch Wettsteine nicht mehr so häufig benutzen, weil die Waffe hält ziemlich heftig lang. Moment, der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Wah! Hilfe! What are you doing? Stop it! Oh Gott, was ist das denn für eine Attacke? Aber danach ist er verwundbar, das hätte ich mir denken können, aber da komme ich nicht hin. Nicht mal ansatzweise. Vor allem nicht auf die andere Seite. Das ist ziemlich schlau für so ein Ding, das dich genau dann hinfallen lässt, wenn ich dich nicht angreifen kann. Also ich sag doch gar nicht, ob ich dir schon so arg viel Damage gemacht habe. Sieht man hier irgendwie schlecht mit der Waffe. Bam. Okay, okay. Ja, ja. Schrei ruhig, ich tue weiter deinen Unterboden verhauen. Oh, und weg ist er. Okay. Na gut, weiter geht's. Bam. Und ich folge dir natürlich. I will follow you. Wow. Das ist eine doofe Stelle. Da, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss ihn hier rauslocken. Jedenfalls habe ich hier keine Chance gegen ihn. Komm her. Boah, der Sprintsaft hält immer noch an. Das ist so übel. Okay, jetzt ist er in der Lava, wo ich ihn nicht angreifen kann natürlich. Wie auch. Vielleicht ist das auch Absicht, um seine Haut wieder zu härten oder so irgendwas. Komm her. Okay. Jetzt aber. Einfach draufhauen. Nicht gegen seinen Unterboden überall. Ist er nicht verwundbar. Okay. Nice, wieder einstecken, um wieder ein bisschen mobiler zu sein. Wow, jetzt fängt er schon an anzugreifen, während er weiß, dass ich gestunt bin. Okay. Okay, weg hier. Boah, man ist so geil. Mobil mit diesem Charakter. Oder mit diesem Bild. Shit. Und trotzdem reicht es nicht, um das auszuweichen. Aber immerhin schon mal ganz gut. Hi, komm her. Was gibt's? Was gibt's? Bam. Okay, 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 okay. Au. Au. Hörst du auf? Doch, da kann ich dich auch nicht angreifen. Du bist ja mal ein Monster, das die ganze Zeit überall rumrennt, wo ich nicht angreifen kann. Und dann auch noch relativ aggressiv ist. Ah. Bam. Ja, danke. It's exactly like I wanted you to do. Das nicht. Oh, come on. Das nervt. Oh. Und das dürfte mein Aus sein. Oder? Oder? Weg hier. Ach, doch noch nicht. Okay. Gut, nochmal überlebt. Bam. Und dann bräuchte ich da mal Farbbälle. Weil du garantiert was Böses vorhast. Okay, das war schlecht. Um dahin auszuweichen. Die Monster sind echt doof. Ah, getroffen. Nice. Bam. Bam. Ich weiß, dass du dich umdrehen kannst. Aber nicht so weit. Au. Ich kann nicht so weit ausweichen. Aber ich habe immerhin mal getaggt wieder. No. Ich mache halt nicht so viel Damage irgendwie, habe ich das Gefühl. Mit dieser Waffe wie... mit dem Langschwert. Katana, wie auch immer. Aber ich bin sehr viel mobiler. Na, ich werde wohl demnächst aber trotzdem wieder mit dem Langschwert kämpfen, einfach. Weil das schon ordentlich mehr meine Waffe ist, als dieses Doppelschwert. Da... Ich muss wieder... Gott. Au. Da kann ich nicht dagegen rennen. Okay. Das musste ich nicht. Bam, bam. Kann ich auf jeden Fall mal kurz. Bam. Nice.
Und dann hier. Bam. Ich habe ja gerade eben erst hier geschliffen. Das heißt, das brauche ich jetzt noch nicht zu tun. Zu machen, wie auch immer. Schupp, weiter geht's. Ah, es dürften auf jeden Fall ein paar Episoden werden, wo wir gegen ihn kämpfen. Ich wünsche, ich hätte schon eine Wasserwaffe, aber... Gibt es schon eine Möglichkeit, an eine Wasserwaffe zu kommen? An diesen... Oder mit welchem... Mit welchem Waffentyp? Besser gesagt, so rum. Bleh. Nein. Danke, endlich mal. Finally, it looks like I made some damage. Nice. Oh, das war eine schöne Combo, aber leider too late. Oh, was? Er humpelt schon? Nein, why? I don't like you when you're humbling. Und er haut natürlich ab. Egal, wir haben alles, was wir brauchen. Und er humpelt schon, das heißt, es ist bald schon wieder vorbei. Damit. 22 Minuten? Mm. Nein. Damit. Aber wir müssen ihn erstmal noch fangen. Das wird, glaube ich, auch nicht ganz so leicht. Aber wir machen es gleich. Ich möchte keine Zeit schinden oder so. Komm. Okay. Und jetzt brauchen wir noch ein Beruhigungsding. Komm her. Okay. Irgendwo kommt das gleich hoch und dann fange ich ihn. Oh, das ist, was er jetzt immer auf dieser Map macht. Oh Gott, da oben kommt er raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm, da. Versuchst du überhaupt mich zu bekommen? Hahaha. Das war falsch rum, bitte. Was? Das reicht doch nicht? Du hast doch gerumpelt. Was soll das? Ah. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich was abbauen, aber ich möchte ihm erstmal Damage machen. Ich kann ihm kein Damage machen. Damn it! Okay, muss ich meine Schockfalle offenbar bei ihm benutzen. Da, aber das heißt zumindest, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Das ist auch mal ganz gut. Ich dachte, das wäre schon. Das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Aber er humpelt wohl auch so von sich aus schon. Au. Das ist übel. Also das tut aber, okay. Wir kriegen ihn schon noch. 3 reicht. Diesmal muss ich aber nach einem deutlicheren Zeichen von Humpeln achten. Und das war es offenbar noch nicht. Hi. Okay. Komm bitte wieder her. I'm not done with you. Schon. Hätte mich auch gewundert. Ich meine, das wäre ein sauleichtes Monster gewesen, wenn man es nach der kurzen Zeit schon fangen könnte. Au. Dum, dum, dum. Oh, 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 oh. Weg hier. Okay. Kam ich weg? Hat er mich getroffen gerade? Keine Ahnung. Da. Muss mal schlucken. Oh Gott, das wird nicht so leicht. Das wird nicht so leicht. Ah. What are you planning to do? Na, genau das Richtige natürlich. Animal Instincts for the win. Nein. Okay. Ha, geh ruhig auf die ganz andere Seite, sodass ich wieder nach dir herrennen muss. Ah. Oh Mann. Ich habe nicht mal wirklich Damage bekommen. Ich hätte ihn einfach so abbauen. Au. Dum, dum, dum. Ne, ich habe noch ein paar Fallgruben, also ich könnte noch was tun. Oder lässt es sich einfach nicht fangen, wenn er wütend ist oder so. Das könnte auch sein. Irgendein Monster müsste jetzt bald kommen, was diese Eigenschaft hat. Weg hier. Weg hier. What are you doing? Er scheint leicht außer Puste zu sein irgendwie. Ich meine, ich werde das garantiert ausnutzen, aber... Au. Danke, damit komme ich wieder weg von dir. Ich kann nicht so schlecht. Mm. Bam, bam. Einfach weiter draufhauen. Yeah. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Bam, bam, bam. Lähmung habe ich jetzt halt auch nicht.
Also. Okay, dreh dich bitte. Nein, nicht drehen. Ich mache natürlich trotzdem Damage, auch wenn. Wenn ich so abpralle, nur halt deutlich weniger. So, erstmal das hier. Glaube ich zumindest. Wenn das nicht stimmt, könnt ihr mich gerne berichtigen. Ich bin ja noch kein Meister in Monster Hunter. Wie wahrscheinlich schon rübergekommen ist. Dann. Ration, ja, why not? Nice. Und nochmal. Da haben wir schon wieder ordentlich viel mehr Leiste. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig, wenn er. Wenn er sich jetzt hingelegen hat. Ich glaube, schlafen ist immer ein Zeichen von Schwäche, oder? Na, offenbar nicht. Okay. Bam, bam. Hi. Ich meine, hat er wieder das Gebiet gewechselt. Das ist üblicherweise ein gutes Zeichen. Einfach weiter drauf. Dann wird das schon irgendwie. Au. Ja. So. Er macht das echt gleichzeitig. Das ist übel. Oh Gott. Ja, ich lande in der Lava, natürlich. Play fair. Wir haben noch eine. Das muss reichen. Und haben wir ein riesen Problem. Also wirklich ein großes Problem. Dass wir überhaupt laufen können, ist ja schon ein Wunder. Hier überall Lava. Ich glaube, in echt würde das nicht gehen. Weil gut, keine Ahnung. Wie nah kann man an Lava so normalerweise rangehen? Wow. Bam, bam, bam. Kann man übrigens ausnutzen, diese Fächer, oder? Looks like... Bah. Naja, die machen recht wenig Damage und befördern einen recht weit weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, das auszunutzen. Au. Um Gegnern auszuweichen. Naja, gut, so oft kommen die nicht vor. Aber trotzdem. Just me thinking. You know. Dum, dum, dum. Nein, 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 nein. Okay. Gut ausgewichen, gut ausgewichen. Ist immer noch nicht humpeln, oder? Nee, ist nur normales Fliehen. Mann! Wie sieht denn der humpeln aus? Ich habe keine Ahnung, ob ich das erkennen werde. Aber vorhin war es auf jeden Fall noch nicht und das sah auch nicht danach aus, ehrlich gesagt. Oh oh. What are you doing? Und jetzt. Komm her. Kann er nicht wirklich nur nicht rennen. Mit dieser Waffe. Ansonsten hat man eigentlich völlig normale Laufgeschwindigkeit. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Bam. Einfach einmal kurz die Combo durch. Nice. Dürfte ordentlich was an Damage gewesen sein. Aber ich glaube, man tut auf die Ausdauer fast gleich schnell aufladen. Das ist ziemlich cool. Nicht, dass das jetzt so der Unterschied ist, der mir diese Waffe wieder schmackhaft machen könnte. Ist mir ehrlich gesagt mittlerweile egal, diese Attacke. Ich schieße so viel Damage drauf. Ne. Come on. Dass es sich vielleicht lohnt. Keine Ahnung. Vielleicht. Was tust du da? Oh, da vergräbt sich der Arsch. Das heißt, er macht gleich wieder diese übelste Attacke. Soll ich eine Schockfalle aufbauen? Nein. Noch zu früh. Hab ich ja schon all mein Fallenpotenzial hier verbraucht. Hi. Boah. Der Kampf geht zu lange. Der Kampf geht zu lange. Wow. Ja, und er ist nicht mal hingeflogen am Ende. Okay, das ist neu. Was tust du? Okay. Dam, 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 dam. Come on. Au. Bam, 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 bam. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, wie man dieses eine Ausweichen auslöst, so rum. Okay. Einfach nur einen Schlag auf den Boden. Bam. Oh Gott. Dieses Monster ist echt nicht ganz so leicht. Wie ich euch versichern kann.
Aber ich nehme mal einen Megatrank. Das ist aber Rumpel. Also wenn das nicht Rumpel ist, dann... tue ich das Spiel hier verklagen. Haha. Was gehen würde. Aber ihr wisst, was ich meine. Hi. Ich hau mal kurz ab. I run. Und dann tue ich hier mal die Schockfalle aufbauen. Falls es nicht klappen sollte. Noch eine Fassbombe. Eins. Zwei. Ja, nice. Ba-ba-da-ba-bam. Aber schön, dass er reingerollt ist. Das gibt natürlich nochmal den extra Damage-Bonus durch die Fassbombe. Kann man einiges mitmachen. Aber wir haben ihn auf jeden Fall wieder gefangen. Fangen ist leichter als ins Bekämpfen. Ganz klar. Da, was sieht schon cool aus. Aber jetzt kann ich nichts abbauen an ihm. So dasselbe. Dammit. Na gut, was soll's. Wenn ich was abbaue, mache ich das dann mal offscreen oder so. Und sag euch dann, was dabei rauskam, wenn ich es gemacht habe. Wenn. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Ich zeige euch noch die Beute natürlich. Ah, schön. So macht ein Monster Hunter Spaß. Monster Hunter Kampf Spaß. So einen schönen Gegner, wo man erstmal die ganzen Taktiken rausfinden muss. Auch wenn er jetzt ein paar hatte, wo man sagen könnte, dass er die vom anderen da... oder? Da gab es doch schon mal eine, wo auch so rumgerannt ist und so. Wo so eine Rolle gemacht hat. Bin mir gerade nicht sicher. Egal. Schupp. Was gibt's als Beute? Uragan-Panzer, Lavaklumpen, Schuppe, Schuppe, Knochenhülse, okay. Zwei Rätselamulette, Lavaklumpen, Lavaklumpen. Schätzen. Bombstärke und Schlaf. Nehmen wir beide mit. Schlaf plus 5, wow. Könnte ich mich Schlaf-Ding machen? Schlafimmun, so rum. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen. Das war's soweit von dieser Folge. Falls euch gefallen hat, liken. Falls es sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß